Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute mal ein anderer Platz, wie ihr seht, hier im Wintergarten. Sorry, ich habe den Fernseher vergessen auszumachen. Ich hoffe es stört euch aber nicht. Ja, was erzähle ich euch heute Schönes? Ich wurde ja ein bisschen was gefragt und da würde ich gerne ja so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe auch Storytime und ich überlege gerade, womit ich am ehesten anfange. Ja, unseren Urlaub habt ihr noch nicht mitbekommen. Das werdet ihr noch mitbekommen, was da war, unser Rückflug. Muss ich mich leider noch ein bisschen zurückhalten, Leute. Tut mir leid. Beim nächsten Mal dann, inshallah, werde ich euch das mit euch nochmal thematisieren. Also es sind noch ein paar Videos in der Pipeline aktuell. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube 4 habe ich jetzt aktuell noch, die so von unserem Urlaub kommen. Wir sind ja nun schon seit Anfang August wieder zurück und ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt mal nicht jeden Tag ein Video, weil es vielleicht auch einfach zu viel werden könnte. So, wenn ich euch dann zuballer jedes Mal mit einem neuen Video. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, immer ein paar Tage zwischendrin zu lassen, dass ihr mal ein bisschen sacken lassen könnt. So verarbeiten, was wir alles so erlebt haben. Und ja, quasi mit uns erleben und fühlen, was wir alles so getrieben haben im Urlaub, hätte ich jetzt was gesagt. Ach, genau. Ja, wo fange ich an? Ich glaube, ich fange mal einfach an mit mit einer Zuschauerfrage. Und zwar bin ich gefragt worden, wie haben denn meine Eltern und auch Aids Eltern unsere Beziehung aufgefasst? Also, wie sind sie dann... Ach Leute, ich sehe heute aus. so, jetzt sitzt alles. Wie haben seine Eltern und meine Eltern das aufgefasst, dass er... ja, eine Ausländerin hat, ne? Und meine Eltern, dass ich jetzt einen Ausländer habe als Partner. Ja, wie fange ich an? Also, ich glaube, meine Mama hat damals gar nichts gesagt, sondern nur, es ist deine Entscheidung und das musst du wissen. Mein Vater hat mich, meine ich, gefragt, er ist Muslim, oder? Sagte er. Und ich sag, ja. Kommst du denn damit zurecht mit der Religion? Weil ich war zu der Zeit nicht konvertiert. Und ich sag, ja, ich komme damit zurecht. Und ja, dann freue ich mich für dich. Und ja, das war das, was meine Eltern dazu gesagt haben. Also... sie kannten ihn da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Wir haben ihn erst später kennengelernt, beziehungsweise, wenn, glaube ich, nur über Video dann mal gesehen, aber so unterhalten war ja zu der Zeit noch nicht wirklich, ne? Und es ist immer so, man sieht, also es ist so der erste Eindruck. Es war jetzt nicht, dass sie gesagt haben, oh, Hilfe um Gottes Willen und wie kannst du nur, ne? Also keine totale Ablehnung. Sondern Verhalten, logischerweise auch, gerade weil er eben auch jünger ist als ich. Und ja, eben schauen, wie sich das entwickelt, was passiert da, wie geht's weiter und so. Das ist ja, kann ja niemand sagen so. Und von daher, ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie da so entspannt reagiert haben. Letztendlich haben sie recht. Es ist meine persönliche Entscheidung. Ich bin ja nun keine 12 mehr, sondern eben eine erwachsene Frau und entsprechend ist es natürlich meine Entscheidung, was ich mache und was ich nicht mache. Ne? Aber es ist natürlich immer schöner, wenn man die Familie quasi ja, hinter sich stehen hat, die dann sagen, alles klar, ich gehe den Weg mit dir und ja, wir sind für dich da und das ist für uns in Ordnung. Macht auf jeden Fall den Start definitiv leichter für alle Beteiligten in dem Fall. Ja, andersrum, was hat meine Schwiegerfamilie gedacht, als Aiden das eröffnet hat?
Ich muss ein bisschen mehr ausholen dafür, um diese Frage zu beantworten. Und was ich nicht wusste, war, dass es bei uns im Dorf schon einige Familien gab, wo wohl schon mal eine Ausländerin eingeheiratet hat oder mal vorgestellt wurde. Ich weiß nicht genau, wie da immer so der tatsächliche Stand war. Und das waren alles wohl Frauen, die auch weitaus älter waren als die Männer, also in der Regel mindestens 20 Jahre älter als der Partner, als der Sohn. Und ja, also bei der einen, die war 2 Stunden im Dorf und hat gesagt, um Gottes Willen, ich komme hier nie wieder her, bring mich sofort wieder weg. Die andere, keine Sprachkenntnisse, kein Interesse daran, die Kultur zu lernen, kein Interesse daran, sich irgendwie anzupassen oder irgendwas. Die nächste, also die waren alle in dieser Richtung, so was ich eben gehört habe. Ich kenne sie natürlich alle nicht. Das ist alles nur, was mir eben erzählt wurde von der Familie. Das ist halt so dieses typische, klassische Klischee, ältere Frau, die sich überhaupt nicht für das Dorf interessiert, die zum Teil auch, ja, angeekelt, angewidert waren von dem Dorfleben, weil es ist nun mal ein gewaltiger Unterschied und es ist schon ein ganz schöner Kulturschock, wenn man ins Dorf das erste Mal kommt und ja, das Ganze dort so sieht, ne? Entsprechend haben sie natürlich auch ihre Vorurteile im Kopf gehabt und haben gedacht, ja, toll, jetzt kommt mein Sohn auch noch mit so einer an, ne? Extrem älter, überhaupt nicht anpassungswillig, spricht die Sprache nicht und ja. Und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, waren sie am Anfang, dass sie, also sie kannten mich zu der Zeit noch nicht, sondern es war wirklich so, dass er nur erzählt hat, dass er jemanden kennengelernt hat und dass er diese Frau auch heiraten möchte und dass es eine Ausländerin ist. Mehr hatte er nicht erzählt bislang und da gingen dann sofort wieder, ne, die Alarmglocken und, oder was heißt Alarmglocken? Nicht Alarmglocken, sondern da gingen sofort wieder die Vorurteile, weil sie ja nun schon diese Erfahrungen oder diese, ja, Geschichten aus dem Dorf kannten, ne? Und ja, waren erstmal nicht so angetan. Mein Vorteil war tatsächlich, dass mein Schwager, also Eids Bruder, mich ja schon viele Jahre kannte, dadurch, dass wir immer wieder ins gleiche Hotel gegangen sind und ich auch regelmäßig Kontakt zu meinem Schwager habe und also auch vorher hatte, weil wir uns angefreundet haben, war mein Vorteil, dass er, der Schwager, dann eben für mich ein gutes, wie sagt man so, ein gutes Wort eingelegt hat, ne? Also sprich gesagt hat, nein, die ist nicht wie die anderen Frauen, die ihr hier so, was ihr so an Storys gehört habt und so. Und ja, und dann war das tatsächlich auch so, dass sie auch etwas beruhigter waren. Dann bin ich ja ins Dorf gekommen das erste Mal und mega aufgeregt, wirklich. Ich war mega aufgeregt, als ich das erste Mal ins Dorf kam, weil ich noch nicht so viel Arabisch gesprochen habe. Ich habe ja begonnen, Arabisch zu lernen, aber mehr als Hallo, wie geht's dir und kann ich irgendwie helfen oder so, mehr hatte ich noch nicht. Aber der Vater hat uns damals am Auto abgeholt, das weiß ich noch, und sofort ins Herz geschlossen, wirklich. Also das hat man sofort gemerkt, diese Wärme und dieser freundliche Empfang und alles, wirklich ganz, ganz toll. Auch die Mädels, die Schwestern damals, wirklich ganz, ganz liebevoll aufgenommen worden. Ich habe ja dann die erste Nacht mit den Schwestern alleine im Zimmer geschlafen. Maid musste dann mit Schwiegermama im Wohnzimmer schlafen, weil, ne, ist ja üblich, getrennt, wenn man nicht verheiratet ist. Und wir haben trotz fehlender Sprachkenntnisse haben wir in der Nacht noch zusammengesessen, wir drei Frauen dann, ne, und mit Händen und Füßen uns und uns verständigt. Und
Damals haben sie mir dann das erste Mal auch einen Tajiba gebunden und das, also alles in der Nacht. Und das war unglaublich schön. Und ja, ich glaube, spätestens da, ich hatte vorher aber auch schon mit der Familie telefoniert, ne? Per Videochat und so und immer mal wieder Hallo gesagt und so. Also sie kannten mich natürlich schon vom Sehen her, aber spätestens als ich dann tatsächlich da angekommen bin und auch das eine oder andere schon mal auf Arabisch sagen konnte, da haben sie dann auch halt gemerkt, alles klar, das, was der Bruder gesagt hat, also mein Schwager in dem Fall, Aids Bruder, das ist wirklich nicht so eine, also jetzt nicht böse gemeint gegenüber den anderen Frauen, ich will das gar nicht bewerten, sondern nur in Bezug auf das, was man eben gehört hat, ne? Und das ist halt nicht so eine wie bei den anderen, ne? Was sie, die Schauergeschichten, die da erzählt wurden. Und ja, damit war das Thema bei uns auch tatsächlich vom Tisch. Und also da waren sie beruhigt und ja, hatten auch keine Bedenken mehr. Und jedes Mal, wenn ich kam, waren sie ja mega begeistert und oder waren mega begeistert, hört sich jetzt auch schlimm an. Nein, ihr wisst, was ich meine. Sie haben sich immer riesig gefreut und dadurch, dass ich auch immer mehr die Sprache gelernt habe und auch immer mehr mich zu der Kultur und anpasse, dem Ganzen und wie soll ich sagen, mich für das alles interessiere und auch das Familienleben so mag, wie es dort gelebt wird, weil auch das ist etwas, was nicht jeder kann. Nicht jeder mag dieses enge Aufeinandersitzen und ich bin es halt gewohnt, weil wer im Osten aufgewachsen ist oder der Großteil von uns, die Ostkinder, die kennen das alle, dass wir so eine enge Familienstruktur haben. Jetzt nicht zwingend, dass wir alle immer zusammen gewohnt haben und so weiter, aber zumindest, dass wir uns sehr, sehr viel gegenseitig geholfen haben. Und dann hat Oma mich mal von der Krippe abgeholt, ne? Mama hat mich morgens gebracht, Oma hat mich von der Krippe abgeholt, dann betreut, bis Mama von der Arbeit kam und solche Geschichten halt, ne? Also ich bin dieses enge Familienleben einfach gewohnt und für mich ist das schön, ich mag das und nicht jeder kann und mag das und deswegen will ich das, wie gesagt, gar nicht bewerten. Und in Ägypten ist die Familie aber extrem eng zusammen und die sitzen ja viel zusammen, reden zusammen und machen und tun und wohnen ja auch, die Jungs wohnen ja ne, eigentlich fast immer bei ihren Eltern, außer sie sind jetzt wirklich außerhalb am Arbeiten, wo sie sagen, okay, ich hole jetzt mal meine Frau in meine Stadt, wo ich arbeite, weil es zu weit ist, regelmäßig da dann hinzufahren nach Hause, ne? Aber sonst wohnen die ja auch immer bei der Familie und selbst jetzt mein Schwager ist ja nun auch verheiratet, wisst ihr ja. Und wenn der im Urlaub kommt, die essen nicht immer alleine oben. Abendessen oder mittags, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Abendessen, da geht es dann runter zu allen. Ne? Also da sitzen wir dann unten zusammen mit der gesamten Familie an der Sunaya und essen gemeinsam. Auch wenn seine Frau dann oben ist und kochen könnte, aber das wird dann, das ist halt Familien. Dann sitzt man noch ein bisschen zusammen. Family Time nenne ich das mal. Ne? Und nicht jeder kann und mag das. Oder die Familie kommt halt auch oft nach oben. Wenn ich dann oben bin und gerade irgendwie beschäftigt und keine Zeit habe, runterzukommen oder so, dann kommen sie auch meistens zu mir nach oben und setzen sich dann oben mit hin oder helfen halt oben ganz viel, ne? Meine Schwägerin, die liebt es abzuwaschen. Wenn ich abwasche oder den Abwasch noch nicht gemacht habe, steht sofort in der Küche, ne? Die macht das immer gleich alles. Dann kümmere ich mich halt um andere Sachen und so, ne? Also, das sind halt, ja, nicht jeder, wie gesagt, nicht jeder mag das. Genau, das war jetzt meine echt ausführliche Story dazu, wie meine Familie reagiert hat. Meine Großeltern sind leider alle nicht mehr, das heißt, die haben Maid nicht kennengelernt. Und seine Großeltern bzw. seine Verwandtschaft, ich mag seine Verwandtschaft sehr. Also natürlich hat man immer mal jemanden bei, wo man ist jetzt nicht so meins, aber der Großteil ist wirklich klasse und ja,
bin ich auch ganz, ganz, ganz herzlich und liebevoll aufgenommen worden und wirklich eine ganz, ganz große und ganz tolle Familie. Also muss ich wirklich sagen, ja, wir sind ja nicht mehr ganz so groß, ne? Ich habe noch einen Onkel mit Familie dazu und ja, meine Mama und mein Dad. Mehr habe ich nicht mehr. Okay, ja, dann will ich jetzt mal, ich habe jetzt schon eine Viertelstunde geredet, Leute. Komme ich jetzt mal zu einer anderen Geschichte und zwar zu Storytime Nummer 2. Ich muss nämlich nochmal nach den anderen Fragen gucken, was ihr mir gestellt habt, damit ich die auch beantworten kann. Ich weiß, eine Geschichte war, wie läuft so eine Hennernacht ab? Ich glaube, das haue ich nochmal eben mit rein. Also, Hennernacht ist, kann man quasi gleichsetzen wie, würde ich sagen, wie ein Junggesellenabschied bei uns, ne? Also, bei uns nennt man es Junggesellenabschied vor der Hochzeit und in Ägypten ist es, ja, ist es eine Hennernacht. Das ist, wird in der Regel bei dem Haus oder bei, ja, genau, bei dem Haus der Braut gemacht, sowie auch beim Haus des Bräutigams. Beim Bräutigam zu Hause wird Koran gelesen und dann halt danach ein bisschen gefeiert und so. Und für die Braut, ich überlege gerade, gab es da auch Koranlesung zuvor? Kann ich gerade gar nicht mehr genau sagen bei meiner Schwägerin, wie das war, ob die da auch Koran vorgelesen haben. Weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Jedenfalls gab es danach dann die Feier. Also wie sie wird ja dann, das, also für mich ist das ähnlich wie so eine, ja, Vorhochzeit. So eine, wie nennt man das? Ja, so ein Testlauf von der Hochzeit, ne? So ein bisschen. Also die Braut geht morgens. Ja, ich meine morgens zum Coiffeur, also zum Friseur, wird dort fertig gemacht, ne? Geschminkt, Haare gestylt, Schleier, was auch immer, je nachdem, was sie, ob mit Tajiba oder ohne und so, wird dann dort gestylt und alles. Dann kriegt sie, trägt sie oder zieht sie ihr Henna-Kleid an. Henna-Kleid ist in der Regel immer so ein buntes Kleid, also noch nicht weiß, wie jetzt tatsächlich zur Hochzeit, sondern irgendwas buntes, blau, pink. Keine Ahnung, was auch immer ihr gefällt, aber in der Regel auch schon sehr ausladend wie diese Brautkleider. Dann wird sie, also sie wird dann beim Friseur abgeholt, beim Coiffeur vom Bräutigam. Ja, und dann geht es direkt zur Location von, ja, bei der Braut, wo sie dann eben mit ihren Freundinnen zusammen feiert. Ist eigentlich, bei uns war es ein bisschen anders. Also dadurch, dass bei meiner Schwägerin wohl in der Straße jemand verstorben war, haben sie aus Respekt eben vor dem Haus, wo gerade getrauert wird, die Hennernacht nicht bei ihr am Haus gemacht, sondern bei uns. Und dadurch war der Bräutigam und die Braut halt zusammen. Normalerweise ist das getrennt. Das heißt, die Braut würde dann feiern, der Bräutigam kommt dann ab und zu mal vorbei, tanzt dann mal ein bisschen mit ihr, ne? Und dann haut er wieder ab zu seiner eigenen Feier. Und dann kommt er mal wieder, wenn es jetzt nicht irgendwie gerade 3 Stunden weit entfernt ist, ne, wo er wohnt. Aber wenn es jetzt dichter dran ist, kommt er dann vorbei, tanzt ein bisschen, bleibt ein bisschen, sitzt da ein bisschen und so. Und dann haut er wieder ab und dann sind die ganzen Frauen da und die Leute und tanzen und feiern mit ihr und so. Und irgendwann wird der Hennatisch reingetragen. Da wird dann, ja, so wie ich es gesehen habe, umzugetanzt. Früher hat man, glaube ich, sich tatsächlich mit dem Henna von diesem Henna-Tisch, der vorher vorbereitet wird, auch Henna bemalt. Das macht man mittlerweile jetzt alles. Also zumindest bei den Hochzeiten, wo ich war, wurde das ein paar Tage vorher gemacht. Früher war es tatsächlich, dass man das eben an dieser Henna-Nacht gemacht hat, dass man dann das Henna genommen hat und die Leute sich gegenseitig bemalt haben. Ja, und die Kinder nehmen halt jetzt einfach dann diese Henna-Klumpen, ne, und schmieren sich die Hände damit ein. Und das war es dann, die datteln da so ein bisschen mit rum, ne? Und es ist halt einfach so eine, ja, so eine Feier, die dann gemacht wird. Und ich glaube,
spätestens um 12 ist dann vorbei. Ja, und am nächsten Tag, in der Regel ist es dann direkt am nächsten Tag, ist dann die richtige Hochzeitsfeier. So, mein Telefon hat gesagt, schalten Sie mal die KI ein, damit Sie ein besseres Bild haben und Video. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt besser. Genau, was wollte ich noch erzählen? Storytime. Das ist auch so eine, ja, bisschen Blödheit. Nein, nicht unbedingt. Nein, Blödheit will ich nicht können, will ich nicht unbedingt sagen, aber ja, vielleicht auch. Ich erzähle einfach mal die Story, um euch vielleicht auch ein bisschen zu sensibilisieren, dass es euch nicht auch passiert. Also, ich fange mal von vorne an. Eid hat ja jetzt diesen Monat Geburtstag mit mir zusammen. Wir haben beide im September Geburtstag und er spricht schon länger davon, dass er gerne so einen E-Scooter haben möchte. Ne? So ein, kennt er ja, so einen Elektroroller. Und ja, nun waren wir bei Mediamarkt. Genau, bei Mediamarkt waren wir zufällig, weil wir waren mit meiner Mama zusammen shoppen und da im Weserpark hier in Bremen ist ein Mediamarkt. Und haben wir gesagt, komm, gehen wir mal reingucken. Wir wollten einen neuen Fernseher kaufen. Gehen wir mal reingucken zusammen. Vielleicht haben sie ja irgendwas Brauchbares. Man kann sich ja mal schon mal informieren. Naja, was haben sie direkt im Kassenbereich natürlich stehen? E-Scooter, ja, genau, richtig. So ist es, damit man auch gleich, ne, das ist ja jetzt momentan der neueste Trend. Jung und alt auf dem E-Scooter. Und ja, dann habe ich schon, Aids Augen leuchteten schon, ne, so, E-Scooter. Okay, wir haben ein bisschen geguckt. Dann habe ich gedacht, puh, okay, die sind aber, kosten ein bisschen was. Okay. Ja, dann sind wir erstmal zu den Fernsehern, haben uns tatsächlich auch einen Fernseher ausgesucht, das alles gemacht und getan und dann hatte ich da direkt, weil ist ja auch immer so eine Kunst, so einen Verkäufer zu bekommen, habe ich den gleich, ich sage, E-Scooter, sagt er, sorry, habe ich keine Ahnung von, sprecht mal den und den an da vorne, der hat da Ahnung von und der sieht so und so aus. Ja, gesagt, getan. Blöd war nur, dass der gerade wohl vor uns zwei E-Scooters verkauft hat. Und jetzt gerade mit dem Pärchen zusammen die Versicherung gemacht hat. Und das dauerte ewig. Wir haben eine halbe Stunde da angestanden, weil er wohl der Einzige ist, der sich auskennt mit diesen E-Scootern. Und nach einer halben Stunde ist dann meine Laune gekippt, muss ich ehrlich sagen. Also meine Laune ist dann wirklich gekippt, weil die immer noch nicht fertig waren. Und ja, wir immer noch keine Beratung zu den E-Scootern bekommen haben. Ja, gut, echt schlecht gelaunt. Dann zur Kasse. Wir haben ja einen Fernseher gefunden. Und dann sind wir an den Rollern vorbei. Dann habe ich mir mal das Ding angeguckt, was die beiden, das Pärchen sich da gekauft hat. Und habe gedacht, oh, das ist aber mal eine Hausnummer, ne? Über 400 € der Roller. Und dann weitergeguckt bei den anderen Scootern. 600 €, 800 €, 900. Ich denke so, huh, okay. Eingefunden, 279. Okay, der geht. Da kann man jetzt nichts zu sagen. Ja, dann habe ich aber mir Bilder gemacht von den Beschreibungen und dann mal im Internet selber ein bisschen recherchiert, weil ich gedacht habe, so. Ja, guckst du mal ein bisschen, weil ich habe ja nun überhaupt keine Ahnung davon. Ja, bin ich dann auf den Scooter gestoßen für 280 in einem Online-Shop. Und der war, ich weiß gar nicht, 190, 200, ich weiß irgendwie sowas. Hab ich gesagt, oh, okay, super. Meinen Eltern gesprochen, so hier guck mal, und dann sagt er, oh, 12 Kilometer Reichweite ist ja nicht wirklich viel. Da sag ich, ja, hast recht, na gut, weitergeguckt, dann habe ich mir nochmal die anderen Preisschilder, also die anderen Schilder angeguckt, gegoogelt und dann den Scooter, den sich das Pärchen gekauft hatte, den habe ich auch gefunden in diesem gleichen Online-Shop.
für 236 Euro statt etwas über 400. Oh, ganz schöner Schnapper. Naja, gut. Hab schon überlegt, so Preisunterschied von gut 200 Euro. Naja. Okay, da es gibt jetzt nun auch schon das vierte Nachfolgermodell von diesem Scooter. Kann ja sein, dass die jetzt noch nicht reduziert haben. Okay, dann ja, passen die Werte, habe ich soweit auch geguckt und gemacht und getan. Und ja, dann habe ich die Bestellung abgeschickt. Kam, ja, Zahlung nur Vorkasse. Bin kein Freund von Vorkasse, aber es gibt ja durchaus auch Läden und Shops, wo man ja, Vorkasse leisten muss und dann trotzdem, ne, alles Gutes und so weiter. Ich noch gedacht, Kundenservice Bremer Vorwahl. Okay, super, passt. Dann kam die E-Mail-Adresse, Bankverbindung in Irland. Da habe ich schon das erste Mal ein bisschen gestutzt, muss ich sagen. So eine Bankverbindung in Irland für eine Firma, die in Deutschland sitzt. Aber gut, habe ich überlegt und, Und dann fiel mir ein. Ein Tipp war damals, woran man solche Fake-Shops erkennt. Schaut mal, ob es ein Impressum gibt. Ja, das fiel mir ein, habe ich dann nachgeguckt. Impressum alles da, mit Geschäftsführer, allem drum und dran, Adresse und so weiter, auch alles in Deutschland. Und dann habe ich meine Bedenken quasi über Bord geworfen, habe dann die Überweisung fertig gemacht. Das war auf dem Samstagabend alles fertig gemacht und habe mich dann gefreut und denke, ja, nächste Woche kommt dann der Roller und ja, hoffentlich bin ich dann da zum Annehmen, ne, dass sich das auch vorher nicht sieht. Und aus irgendeinem Gefühl heraus habe ich dann am Montag nochmal Erfahrungsberichte zu diesem Shop gegoogelt. Ja. Was meint ihr wohl, was ich gefunden habe? Erster Treffer war Fake Shop. Und ich denke, fuck. Das war wirklich das, was ich gedacht habe. Ja, Beitrag aufgemacht und geguckt und dann stand da zack, 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 zack und immer mehr und immer mehr. Immer mehr Beiträge, wo es dann hieß, ja. Fake Shop, Ware bestellt, bezahlt, aber nie Ware bekommen. Und Anzeige machen, das ist ja. Dann war ich tatsächlich dabei, habe die Anzeige vorbereitet und aus irgendeinem Grund habe ich die aber nicht beendet, weil ich gedacht habe, ich habe ja Samstag erst bestellt und nur weil jetzt da im Internet steht, ist ein Fake Shop. So, ne, werden sie mir die Anzeige nicht gleich durchwinken, wenn ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Dann habe ich eine E-Mail hingeschickt, habe gesagt, wann kommt die Lieferung? Dann habe ich nochmal eine E-Mail hingeschickt, ich möchte gerne stornieren. Und habe dann auch mit meiner Bank geschrieben, ob ich das Geld noch zurückholen kann. Sagt sie, es gibt die Möglichkeit eines Recalls, kostet dann 10 Euro. Blöd ist aber dabei, dass der Empfänger dann zustimmen muss, dass das Geld zurückgezahlt wird. Und in der Regel hat man da wenig Erfolg und es muss eine Anzeige vorher gemacht worden sein, damit überhaupt dieser Recall starten kann. Ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, habe ich mich massiv darüber geärgert, dass ich so blöd war eigentlich, ne? Obwohl die Seite wirklich echt gut gemacht war. Also das, ja. Kann man jetzt sagen, hätte man ja durch den Preisunterschied irgendwie drauf kommen können oder so. Wie sagt man so schön, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Also, ja, hätte ich irgendwie, es sollte so sein, aus welchen Gründen auch immer, aber erst habe ich mich massiv, wie gesagt, drüber geärgert und gedacht, so,
so ein Scheiß, wie konnte mir das passieren, so, ne? Aber dann irgendwann habe ich gedacht, ja, ob ich mich jetzt weiter darüber ärgere oder nicht, ändert ja tatsächlich nichts dran. Ne? Geld ist nun mal futsch. Was ich jetzt machen kann, ist Anzeige schreiben, dann nach ein paar Tagen und dann versuchen, diesen Recall zu machen und dann, ja, war es das. Und natürlich auch davor warnen, diese Firma, dass man bei dieser Firma was bestellt. Ja, und was soll ich sagen? Subhanallah, wirklich, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Subhanallah, ich hatte irgendwie abends dann nochmal auf mein Bankkonto geguckt, weil ich irgendwas, ich weiß gar nicht warum, ich wollte irgendwas prüfen. Und stellte dann fest, dass das Geld zurückgeschickt wurde. Und ich gucke nochmal auf den Verwendungszweck. Und dann stand da Rücküberweisung, Konto gesperrt. Und dann habe ich erst gedacht, haben die jetzt, weil ich die Bestellung storniert habe, mein Konto gesperrt habe? Okay, naja gut, dann nehme ich halt irgendwo anders, ne? Und im Nachhinein hat es dann klick, klick, klick gemacht bei mir, hat einen Augenblick gedauert tatsächlich. Und dass ich dann festgestellt habe, tatsächlich, das Konto war schon wohl aufgrund dieser, ja, Betrugsgeschichte, ich vermute mal von der Polizei oder von der Bank gesperrt worden. So dass ich tatsächlich das Glück hatte, dass das Geld gar nicht mehr angenommen wurde dort, sondern Alhamdulillah, Postwenden wieder an mich zurückgegangen ist. Subhanallah, wirklich. Also, ja. Deswegen, ich teile diese Story. Mir ist es etwas unangenehm, wie man vielleicht merkt. Also, auch mir passiert sowas, obwohl ich wirklich vorsichtig bin bei solchen Geschichten. Und ja. Aber davor ist man nie gefeit. Ja, der Shop heißt Trophal, also Trophal. Die Seite ist jetzt nicht mehr verfügbar. Also wenn man sie aufrufen will, landet man bei Verbindungsfehler oder irgendwas. Ja, genau, Trophal.de heißt die Seite oder hieß die Seite und meine Empfehlung an euch, wenn ihr was bestellt, schaut immer, gebt bei Google nochmal ein die Seite und Erfahrungsberichte. Das kann ich euch nur wirklich ans Herz legen, weil ich, wie ich es gemacht habe, ne, Erfahrungsberichte und den Namen von dieser Seite. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es eben Fake Shop war und dass die Leute verarscht wurden. Ich habe dann noch eine andere Seite gefunden, irgendwie media.de oder sowas. Auch da habe ich eingegeben, einfach weil ich da ein dummes Gefühl hatte, habe ich eingegeben den Namen dieser Seite und halt Erfahrungsberichte. Und habe das gleiche angezeigt bekommen, dass es auch wieder ein Fake-Shop ist. Die Namen, das Impressum ist alles gefälscht. Und viele Leute haben da wirklich schon einiges an Geld verloren. Deswegen hier mein Tipp, wirklich passt auf euch auf im Internet, wenn ihr irgendwas bestellt. Versucht irgendwie Erfahrungsberichte zu der Firma zu finden, wenn es irgendwie ein Name ist, den ihr nicht kennt. Damit ihr da nicht wirklich Geld verliert, weil was ich gelesen habe auf dieser Seite, die Erfahrungsberichte von anderen, die haben auch wirklich massiv Geld verloren. Einer hat irgendwie 190, der nächste 140. Also da müsst ihr, rate ich euch einfach nur wirklich vorsichtig zu sein. Ich bin glücklich, dass das bei mir so glimpflich ausgegangen ist und ich das Geld zurückbekommen habe, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da wirklich sehr glücklich und dankbar drüber. Und für die anderen tut es mir wirklich leid. Ich hoffe, dass sie die Leute kriegen und dass die Leute auch ihr Geld zurückbekommen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch vielleicht vor solchen Dingen jetzt mit meinem Bericht wirklich tatsächlich bewahren kann.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder extrem viel geredet und viel erzählt und deswegen würde ich das Video an dieser Stelle erstmal beenden und werde mich dann in den nächsten Tagen wieder mit einem neuen Video melden. Ich gucke auch nochmal nach euren Fragen, was ihr noch so gefragt habt, was ich dann ja im nächsten Video quasi verarzte und also verarzte, ne? Und ja, ich würde sagen, bleibt gesund. Ich freue mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben oder schickt mir eine E-Mail oder schreibt mir über Messenger. Und ja, inshallah, bleibt ihr gesund. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis bald. Bye bye.